Hallo und willkommen zum nächsten Star Wars Rebel Soul Teil, nämlich Teil 2 The Hidden Empire. Und mal wieder gibt's von mir hier einführendes Gelaber. Wen das nicht interessiert, weil mehr als uns die Verpackung und das Handbuch angucken und ein bisschen was drüber erfahren, werden wir in diesem Video hier nicht. Richtig los geht's dann ab Video Nummer 1. So, alle anderen, herzlich willkommen. Ja, es gibt mal wieder was auf die Ohren. Und zwar haben wir, ich auch hier, eine wunderschöne Eurobox. Ja, so eine schöne große Pappbox. Und da ist vorne halt Lucas Entertainment Company Presents Star Wars Rebel Soul 2 The Hidden Empire von Vincent Lee, komplett in Deutsch. Deswegen steht hier auch alles Englisch. Naja, ich spiele ja hier die Steam-Version und die ist offensichtlich nicht Deutsch, sondern Englisch wie bei Teil 1, voll Mobbelkotze. Und hier steht auch, läuft auch unter Windows 95. Toll! So, Computerprogramme, die Software veröffentlicht werden, sind urheberrechtlich geschützt. Vermietung und Vervielfältigung, abgesehen von einer Sicherungskopie, sind untersagt. Ach, abgesehen von einer Sicherungskopie. Schau, schau. Im Falle einer Weitergabe von Originaldatenträgern dürfen Sicherungskopien nicht zurückbehalten werden. Selbiges gilt auch für Installationen auf Festplatten. Zuwiderhandeln können nun zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Rebel Soul 2, wie jeden Empire Game, Copyright 1995, Lucasfilm Limited, All Rights Reserved, User Under Authorization, bla 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 und so weiter. Deutsche Lizenz Softgold Computer Spiele GmbH, Ifansoft Company. So, was steht denn hinten drauf? Star Wars Rebel Soul 2 The Hidden Empire. Der lang erwartete Nachfolger ist da. Rebel Soul 2 The Hidden Empire macht sie zum Hauptdarsteller in einem Star Wars Film. Dichter kann man nicht am Geschehen sein, schrieb das Multimedia World Magazine. Dieses vollkommene neue Kapitel der Star Wars Saga bietet bahnbrechende Grafik, Technologie und eine neue Story, die sie in die atemberaubenden Raumschlachten zieht, die sie in dieser oder jeder anderen Galaxie jemals gesehen haben. Bahnbrechend. Bahnbrechend ist man übrigens nicht, wenn man in den Zug kotzt. Und hier ist mal wieder eine dunkelgelbe Schrift auf sehr knallbuntem Hintergrund, deswegen liest sich das hier ab und zu so ein bisschen scheiße. Ich habe hier vier kleinere Bilder, wieder Ausschnitte vom Spiel, inklusive eines Videosequenzausschnitts. Sieht alles nicht unbedingt besser aus als bei Teil 1, aber immerhin. Vollkommen überarbeitetes Hauptprogramm mit Spitzentechnologie und dem kompromisslosen Gameplay von LucasArts. Ach, man kann hier nicht sterben und hat keine Sackgassen? Das wäre mir ja neu. Live-Video-Action, das erste interaktive Star Wars Adventure. Bildschirmgroße Kinobilder, die sie in den Bann des Star Wars Universums ziehen. 10-Kanal Stereo Sound, kristallklare Effekte und Musik, eine Filmerfahrung, wie man sie von LucasArts erwarten kann. Einstellbare Schwierigkeitsgrad. Der neue Level-Editor erlaubt es Ihnen, das Spiel in Ihrem Geschmack anzupassen. Der Level-Editor. Okay. Ich sehe hier den Difficulty-Editor. Ist übrigens lustig. Also man, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier rumfuschen könnte und dann sieht, aha, gucke mal hier. Ja, kann ich ja hier alle hier den Schaden meinetwegen irgendwie runtersetzen oder weiß der Kuckuck was. Weil insbesondere, wenn er mal hier auf die Punkte guckt und auf den Damage hier, na, bei Beginner. Novice. Standard. Und Experte. Na, man sieht hier deutliche Unterschiede. Jetzt gibt es hier noch Custom 1 und Custom 2. Man kann hier auch auf Copy klicken. Copy from Difficult. Ja, Beginner. Hm. Aber man kann hier irgendwie nicht drin rumfuschen, oder? Warte mal. Doch. Ah, das ist ja toll. Das heißt, ich kann jetzt hier... Das machen wir gleich. Ich lese hier nochmal weiter. Vielleicht kann ich den Schaden hier auf 0 setzen. Dann wird es wenigstens kein Let's Fail. Ein neuartiges Flugerlebnis. Fliegen Sie B-Flügler, X-Flügler, Speederbikes und den legendären rasenden Falken. Ein neuartiges Kampferlebnis. Kämpfen Sie gegen imperiale Sturmtruppen, TIE-Jäger und einen Sternzerstörer.
Das hatten wir, glaube ich, schon in dem ersten Teil. Egal. Ein neues Star Wars Universum. Besuchen Sie unerforschte Regionen der Galaxie und fremde Planeten. So, das war jetzt die Rückseite. Dann haben wir auf der Seite noch stehen, die Mindestanforderungen, Computer, IBM oder 100%ig kompatibel, Operating System, Microsoft DOS 6.0 oder höher, CPU 486er mit 50 MHz Minimum, Videokarte 256 Farben VGA, VLB oder PCI Bus. Was ist denn VLB? Ich kenne nur ISA und VESA Local Bus. Recommended for High Resolution Modes. CD-ROM Drive, Double Speed, MPC, Level 2. Ach, weiße Schrift auf hellgrauem Hintergrund. Welcher Idiot hat das sich ausgedacht? Memory, 8 MB RAM required, Minimum. Hard Disk Drive, weniger als 1 MB benötigt für die Installation. Mhm. Sprich, es wird alles von CD geladen. Pro CD, diesmal sind es 2 CDs. Soundkarten Support, Soundblaster Pro, Soundblaster 16, AWE 32, Pro Audio Spectrum, Gravis Ultrasound, Aria, Ensonic Soundscape und 100%ig kompatibel Input Device, Microsoft 100% kompatible Mouse Required, Joystick Recommended, also empfohlen, und Windows 95 Kompatibilität. Kompatibel in MS-DOS Mode with CD-ROMs, dann Soundcard and Mouse Drivers install kompatibel in MS-DOS Box with sufficient free RAM. Toll. So, damit haben wir die Box quasi abgearbeitet. Dann gucken wir uns mal das Handbuch an. Das gute alte Handbuch. Ich stelle mal den Joystick hier beiseite. Der stört mich jetzt gerade so ein bisschen. So, Blätter auf. Was steht hier denn? Rebel Assault 2 Spielhandbuch. Mit der Vernichtung des Todessterns haben sie dem Imperium einen vernichtenden Schlag zugeführt. Rookie One, Darth Vader, will sich rächen und durchsucht die gesamte Galaxis nach einer neuen, noch tödlicheren Waffe. Er ist fest entschlossen, die Allianz der Rebellen für immer zu vernichten. Packungsinhalt. In der Verpackung von Rebel Assault 2 finden Sie 2 Rebellen Assault 2 CDs, Spielerhandbuch, Referenzkarte, Handbuch zur Problembeseitigung, Systemanforderung 486 mit 50 MHz. Das hatte ich, glaube ich, alles gerade vorgelesen. Genau ist das gleiche wie auf der Box. Rebel Assault 2 sollte man am besten mit abgeschaltetem Speichermanager gestartet werden. Am einfachsten wird dies erreicht, indem Sie im Hauptmenü die Option Bootdiskette benutzen. Weitere Informationen über die Einstellung und Benutzung einer Bootdiskette erhalten Sie in diesem Handbuch. Über dieses Handbuch. Ja, man kann es übertreiben. In diesem Handbuch finden Sie Informationen darüber, wie Sie Rebel Assault 2 für Ihr System konfigurieren und spielen. Zögern Sie nicht, Rookie One. Das Schicksal der Allianz liegt in Ihren Händen. Hinweis: Dieses Handbuch schreibt die Schritte, die Sie vom Hauptmenü aus unternehmen können. Wie Sie das Spiel starten, erfahren Sie in der Referenzkarte, die diesem Spiel beiliegt. Ja, das ist so unwichtig, wie man das Spiel startet. Das gehört einfach nicht ins Handbuch. Das Hauptmenü. Haben Sie Ihre Konfiguration überprüft, Rookie One? Wenn Sie Rebel Assault 2 starten, gelangen Sie zuerst in das Hauptmenü. Haben Sie automatische Hardwareerkennung schon hinter sich? Können Sie sofort mit der Vereitelung der finsteren Pläne von Darth Vader beginnen, indem Sie die Option Rebel Assault 2 spielen anwählen. Aber ehe Sie sich ins Geschehen stürzen, bietet es sich an, zuerst die anderen Funktionen zu erforschen, die Ihnen das Hauptmenü liefert. Diese Optionen geben Ihnen die Möglichkeit, das Spiel auf Ihrem System und Ihren Spielablauf Ihrem Geschmack anzupassen. Im Folgenden werden Sie die Funktionen der einzelnen Optionen beschrieben. Setup. Wir können ja mal zurückgehen. Exit. Es steht der Joystick gerade so ein bisschen blöd. Ja. Setz auf. In dieser Option können Sie die Einstellung für Sound, Video und im Spiel ändern. Indem Sie das Spiel einwandfrei läuft, müssen Sie die Einstellung der Konfiguration Ihres Rechners entsprechend für DOS anwenden. Für DOS-Anwender empfehlen wir, die Funktion Autoerkennung des Menüs zu benutzen. Die untersucht automatisch die richtigen Einstellungen zu finden. So, jetzt ziehe ich den Joystick mal wieder ein bisschen von meinem Mauskabel hier runter. Das war gerade keine so gute Idee. Und jetzt gucken wir doch mal im Setup. Was steht denn da? Aha. Ja, ist wirklich sehr uninteressant. Test Sound. Ja, nehmen wir mal 70 hier. Leg los. Wenn das mal nicht die kleinen Fusselviecher, die Ewoks sind.
So, IAQ7, Base 220, DMA5, Speaker Orientated normal, ja, reversed. Ha, damit man auf jeden Fall durcheinander kommt. Nein, so normal. Controller, Joystick, jawohl. Also man kann hier übrigens nur auswählen, ja, Joystick, Maus, Keyboard. Nicht Maus und Joystick. Wir haben einen Schritt zurück gemacht. So viel Zeit muss sein. So, dann haben wir hier Detail Level 3. Höher geht auch nicht. Ja, das ist schon das Höchste. Und die Auflösung, sie haben auch hier einen Schritt rückwärts gemacht, nämlich von 640x480 runter auf 640x400. Toll, ne? Und dann haben wir hier noch die Advanced Settings. Framerate 15 FPS. Machen wir mal auf 20. Boah, ganze 20. Mensch, das läuft ja dann super flüssig. Geil. Auto. Reset to Defaults? Nein, Continue. So, was schreibt denn das Handbuch noch Tolles? So, Setup hat folgende Unteroptionen. Autotest. Mit dieser Option werden automatisch die richtigen Einstellungen für den Rechner vorgenommen. Ah ja, okay. Soundkarte. In dieser Option können Sie den Soundkartentyp einstellen. Wenn Sie keine Soundkarte besitzen, wählen Sie keine. Soundtest. Mit dieser Option können Sie die korrekten Soundeinstellungen überprüfen. Bei einer korrekten Einstellung sollten Sie die Evox singen hören. Wenn Sie eine Stereo-Soundkarte haben... Es gab Mono-Soundkarten? Ui, okay. Sollte der Sound von links nach rechts wandern? IRQ. Mit dieser Option können Sie den Interruptkanal Ihrer Soundkarte einstellen. Warte mal, es gab so einen Soundtreiber, wenn man keine Karte hatte, da konnte man den PC-Speaker als Soundkarte missbrauchen. Klingt genauso grausig, wie es gerade hier von mir beschrieben wird. Das war logischerweise Mono. Aber wer hat sich denn das freiwillig angetan? Egal. Basisadresse. Mit dieser Option können Sie die Basisadresse Ihrer Soundkarte einstellen. DMA. Mit dieser Option können Sie den DMA-Kanal Ihrer Soundkarte einstellen. Ach was. Controller. Mit dieser Option können Sie bestimmen, in welchem Eingabegerät Sie Rebel Assault 2 spielen wollen. Detailstufe. Mit dieser Option können Sie einstellen, in welcher Detailstufe die Animation ablaufen soll. Eine höhere Detailstufe bringt eine bessere Bildqualität, aber auf langsameren Rechnern kann es zu einer geringeren Framerate führen. Auflösung. Mit dieser Option können Sie die Auflösung festlegen, in der das Spiel ablaufen soll. Wenn Sie eine andere Auflösung als niedrige Auflösung einstellen wollen, müssen Sie eine VESA-kompatible VGA-Karte mit einem entsprechenden Monitor und den richtigen Treibern installiert haben. Ich habe eine GeForce 1080, das sollte eigentlich genügen. Erweiterte Settings. Mit dieser Option können Sie einige erweiterte Einstellungen vornehmen, um das Spiel an die Leistung Ihres Rechners anzupassen. Unter dieser Option finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten. Multitasking. Hiermit können Sie den Multitasking-Timer justieren oder Multitasking-Methode auf kooperativ stellen. Es gab hier ein Multitasking? Du erzählst mir noch was vom Pferd. Ach, Task-Switcher. Das lassen wir mal lieber so. Sicher, sicher. Framerate. Hiermit können Sie die maximale Bilderanzahl pro Sekunde einstellen. Bei langsameren CD-ROMs empfiehlt es sich, eine niedrigere Einstellung vorzunehmen, um den Spielverlauf zu beschleunigen. Ich soll weniger einstellen, um den Spiel... Ach so, weil es uns bremst. Ah, okay. Sample Rate. Hiermit können Sie die Abspielsequenz der Sound Engine einstellen. Die Standardeinstellungen sind 22,05 Hertz Sample Rate. Haben wir denn nur 44? Nee, schon Anschlag. So viel dazu. VESA Videotreiber. Für eine höhere Auflösung der Grafik benötigen Sie einen VESA Treiber. Die Standardeinstellung Auto versucht automatisch einen Treiber zu finden. Die anderen Einstellungen UniVBE versucht einen universalen VESA-Treiber UniVBE zu installieren. Diese Einstellung kann notwendig sein, wenn Sie keinen VESA-Treiber installiert haben. Weiter. Mit dieser Option können Sie Ihre Einstellung abspeichern und in das Hauptmenü zurückkehren. Sie müssen die Einstellung nicht auf der Festplatte abspeichern, allerdings verlieren Sie beim Verlassen von Rebel Assault 2 alle voreingenommenen Einstellungen.
toll. Also muss ich es quasi in einem Rutsch durchspielen, und muss ich mich daran erinnern, was ich hier alles eingestellt habe. Mist. Hilfe. Hilfe. In dieser Funktion gibt, diese Funktion gibt Ihnen Zugriff auf die Online-Hilfe, die Ihnen ähnliche Informationen wie dieses Handbuch bietet. Also nichts weiter. Schwierigkeitseditor. Anhand dieses Editors können Sie eine ganze Zahl von Werten einstellen, die den Schwierigkeitsgrad beeinflussen und sie unter Spezial 1 und Spezial 2 abspeichern. Die verschiedenen Parameter werden links auf dem Bildschirm vertikal gelistet. Der Wert für die Parameter kann für jedes Kapitel anders eingestellt werden. Entsprechend werden die Werte kapitelweise horizontal angezeigt. Sie können einen Wert ändern, indem Sie ihn anklicken und einen neuen eingeben. Der Editor achtet automatisch darauf, dass die Werte in einem sinnvollen Rahmen bleiben. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Editor verlassen, indem Sie ausprobieren. Aha. Ach so, und Sie ausprobieren, so rum. Die Einstellungen bleiben erhalten, bis Sie das Spiel verlassen. Allerdings besteht die Möglichkeit, sie abzuspeichern. Selbst wenn die Werte nicht direkt speichern, können Sie sie zwischen dem Editor und dem Spiel hin und her springen, um Ihre Einstellungen zu testen. Wenn Sie den eingestellten Wert Ihren Wünschen entsprechen, sollten sie abgespeichert werden, damit sie auch bei einem Neustart von Rebel Assault 2 zur Verfügung stehen. Als Referenzwert stehen Ihnen die Einstellungen für die Standardschwierigkeitsgrade zur Verfügung, die aber unveränderlich festgesetzt sind. Allerdings können Sie die Standardwerte mit der Option Kopie in einen neuen speziellen Schwierigkeitsgrad kopieren. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Parameter in allen Kapiteln Bedeutung haben. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Parameter. Numroll Rate. Warte mal, jetzt gehen wir da mal rauf. Wie war denn das? Ja. Da. Numeroll 1 Raid ist die erste Zeile. Gegner in Runde 1 Bodenkampf. Rate der Richtungsänderung. Flug in der Hinteransicht. Num 2 Lift Rate. Gegner in Runde 2 Bodenansicht. Steigrate der Flugzeuge in der Hinteransicht. Okay. Num 3 Gleitrate. Also wenn wir jetzt hier, ne? Gegner in Runde 3 Bodenkampf. Rate des Seitenflugs. Flug in Hinteransicht. 4 die Driftrate. Gegner in Runde 4 Bodenkampf. Genauigkeit der Flugrichtung. Flug im Hinteransicht. Laser verpausen. Die Flugdauer des Lasers zum Ziel in Frames. Ach du meine Fresse. Es bleibt immer 5 Frames. Na, dann bin ich ja froh, dass ich auf 20 gestellt habe. Dann ist es schneller da. Erfassungspräzision. Das müsste dann das hier sein. Snap Distance. Die Genauigkeit der Zielerfassung in Pixeln. Aha, okay. Raumschaden. Schaden durch das Rammen. Achso, Raketenschaden. Schaden, der durch nicht zerstörte Ziele entsteht. 0 bis 255. Was wäre das? Shoot Damage? Rammschaden. Das müsste denn hier... Dodge Damage sein. Schaden durch Rammen von Hindernissen 0 bis 255. Ja, aber zumindest mehr. Und bei 255 reicht einmal Gegenrammen und dann ist man tot, oder was? Okay. Schussschaden. Schaden, der durch Gegner entsteht. Das ist Shoot Damage. Das ist die Zeile hier. Spezialschaden. Spezialschaden. Was soll das sein? Ich sehe nur Special Points.
Schaden, der in bestimmten Kapiteln zusätzlich entstehen kann. Nicht überall. 0 bis 55 Zielgenauigkeit, Treffergenauigkeit der Gegner 0 bis 100%. Was ist das? Shoot Accuracy? Du wirst erstmal auf 0 setzen, wa? Dann willst du erstmal schön daneben ballern. Trefferpunkte. Punkte für zerstörte Gegner. Flugpunkte. Wir sind ja quasi in dem Bereich hier. Punkte für das Ausweichen von Hindernissen. Zeitpunkte. Punkte pro Zeiteinheit. Levelpunkte. Punkte für einen beendeten Level. Spezialpunkte. Punkte für kapitelbedingte Boni. Explosion. Explosion an aus. Zielcomputer. Zielverfolgung an aus. Zieler. Also das wären dann die Dinger hier. Zieleranzeige, Zielerfassung ein aus, Weg bei Hinweispfeile. Hint Arrows wären das dann. Hinweispfeile für die Flugrichtung werden angezeigt und nicht angezeigt. Das ist so hier überall X. Also, ach so, bei Hint ja. Bei anderen nicht, okay. So, dann machen wir doch einfach mal. Jetzt nehmen wir mal hier Copy. Jetzt nehmen wir mal Custom 1. So, was haben wir denn hier? Also, wir fummeln jetzt mal hier so richtig rum. So, die ganzen Drift und so weiter brauchen wir nicht. Laserpausen, die Flugdauer des Lasers. Laser Delay. Das machen wir mal runter auf. Machen wir mal 2. Damit wir die Gegner hier nicht so ständig abhauen. So, Snap Distance. Was war denn Snap Distance? Erfassungspräzision? Die Genauigkeit der Zielerfassung. Lassen wir erstmal so. So, dann haben wir Miss Damage. Also, wir haben hier RAM-Schaden. Schussschaden und Spezialschaden. Das ist alles Schaden, der uns passieren kann. Das heißt also, wir brauchen hier eigentlich überall nur eine 1 eintragen. Wir können theoretisch auch eine 0 nehmen, aber so wollen wir mal nicht sein. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das überhaupt funktioniert, aber schauen wir mal. So, Target Max Size, was war denn das? Zielgenauigkeit der Gegner? Ne, das ist Shoot Accuracy, ne? Machen wir mal 1 hier überall. Auch die Prozente, damit die Gegner schön daneben ballern. So, die Punkte können wir überall so lassen. Hint Arrows. Das machen wir alles mal
an. Ist jetzt quasi der Baby-Modus dann, also rein von der Theorie her. Gucken wir mal, ob es funktioniert. So, Exit. Rebel 2 Kuss. Ja. Okay. Weiter im Text. Systeminfo. Die Routine testet vier Hauptkomponenten ihres Systems, wofür Rebel Assault 2 wichtig sind. Speicher, Prozessor, CD-ROM und Videokarte. Die Bewertung ist wie folgt unterteilt. Systeminfo. Hier, zack. Video-Testing. Ein lachender Smiley. Vollkommen glückliches Gesicht. Diese Komponente ist außergewöhnlich gut. Ja, den will ich euch auch geraten haben. Ein Test an der CPU hat einen durchschnittlichen... Es ist schnell genug, um das Spiel vernünftig spielen zu können. Ein 50 MHz, 486 oder besser ist empfohlen. CD-ROM-Drive habe ich nicht, läuft alles auf Platte. Video, eine S3 Incorporated Trio. Das ist dann wohl die simulierte Karte. So, ein nicht lachender Smiley, sondern nur ein lächelnder Smiley. Glückliches Gesicht, diese Komponente leistet deutlich mehr als das erforderliche Minimum. Normales Gesicht, sprich, wenn der Smiley nicht lächelt, sondern nur einen waagrechten Balken als Mund hat. Diese Komponente ist für das Spiel ausreichend und trauriges Gesicht. Also weinender Smiley sogar. Ich würde sagen, hier sehe ich sogar eine Träne dran, aber ich glaube, das ist bloß ein Druckfehler, also wird es ein trauriger nur sein. Diese Komponente leistet weniger als das erforderliche Minimum und kann zu Beeinträchtigungen im Spielablauf führen. Diese Wertungen sind natürlich nur ungefähre Angaben. Die Gesamtleistung hängt von allen vier Komponenten ab. Allerdings sind der Prozessor und das CD-ROM-Laufwerk die wichtigsten Teile. Sollte einer dieser beiden Komponenten nicht sehr leistungsstark sein, leidet die Effizienz des gesamten Systems erheblich. Auch wenn die Kapazität des Speichers über das Minimum hinausgeht, hat das nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Systems. Speicher. Im Fenster für den Speicher finden sich Angaben über den gesamten Speicher und über den freien Protected Mode Speicher, der verfügbar ist. Protected Mode Speicher ist Extended Memory XMS, der vom Speichermanager nicht als Extended Memory EMS reserviert wurde. Einige Speichermanager reservieren beim Start bereits den angeforderten EMS, während andere dynamisch, das heißt nach und nach, reservieren. Das erste Prinzip kann die meisten Probleme verursachen, da eventuell der gesamte XMS oder zumindest zu viel reserviert wird und nichts für das Spiel übrig bleibt. Rebel Assault 2 benötigt mindestens 6 MB Protected Mode Speicher, aber keinen konventionellen oder EMS Speicher. Daher ist es nicht nötig, für Rebel Assault 2 einen Speichermanager zu installieren, schon gar nicht unter Windows 95. Bei einigen Speicherverwaltungen kann es sogar zu Problemen oder gar Abstürzen kommen. Sollte Ihre Konfiguration einen Speichermanager beinhalten, empfehlen wir die Erstellung einer Boot-Diskette, vor allem wenn es zu Abstürzen oder anderen unerklärlichen Effekten kommt. Prozessor. Im Fenster für den Prozessor wird der Prozessortyp und die Prozessorgeschwindigkeit angegeben. Für Rebel Assault 2 benötigen Sie einen 486er mit 50 MHz oder eine bessere CPU. Je nach Größe der Hardware-Caches und der Leistung der anderen Komponenten variiert ist die Leistung Ihres Systems. CD-ROM. Im Fenster für das CD-ROM sehen Sie den Buchstaben und die Geschwindigkeit für Ihr Laufwerk. Die Geschwindigkeit wird als konstante Rate bei einer bestimmten Prozessorauslastung angegeben. Rebel Assault 2 benötigt eine konstante Datentransferrate von 225 KB, um die volle Bildrate zu erreichen. Dabei sollte der Prozessor so wenig wie möglich belastet werden, damit mehr Rechenleistung für das Spiel bleibt. Die Spezifizierung für MPC Level 2 steht bei einer Transferrate von 300 KB pro Sekunde bei einer maximalen Prozessorbelastung von 60% vor. Unter optimalen Bedingungen sollte ein CD-ROM bei einer Transferrate von 225 KB pro Sekunde weniger Prozessorzeit, in Klammern 45%, in Anspruch nehmen.
Video. Dieses Videofenster gibt an, wie schnell Informationen an die Grafikkarte weitergegeben werden können. Obwohl dies auch der Rechengeschwindigkeit abhängig ist, wird es doch primär durch Art und Typ der Grafikkarte bestimmt. Die Geschwindigkeit der Grafikkarte kann signifikant den Spielabfluss beeinflussen. Das ist besonders auf langsamen Rechnern von Bedeutung. Möglicherweise sind PCI- und VLB-Grafikkarten deutlich schneller als ISA-Buskarten. Ja, das ist zu 99% so der Fall, weil ISA maximal 16 Bit hat und PCI automatisch 32 Bit. Das geht gar nicht anders. Die meisten modernen Systeme arbeiten allerdings schon mit einem der zwei schnelleren Standards, sprich VESA Local Bus, das ist ISA plus hinten nochmal so wie so ein Dreiviertel PCI hinten dran geklatscht. Das ist so eine elendlange Karte. Das müsste dann 24 Bit oder irgendwas in die Richtung sein. Oder halt eine PCI, das sind diese kleinen weißen, ehemals weißen, ja. Also für die ganz junge Generation, die das jetzt hier gerade guckt, ISA, die waren so, was sind das, 20 cm in etwa lang, schwarz und hatten so bei nach zwei Drittel eine Unterteilung drin. Also die ersten zwei Drittel des Steckplatzes vor der Unterteilung, also links vor der Unterteilung, das ist 8-Bit ISA. Und der kleinere Teil dahinter, der quasi noch dazu kam, das waren für 16-Bit ISA. Dann ungefähr halb so lang kam dann später in weiß PCI dazu. Und als, dazwischen kam ja noch das VESA Local Bus. Und VESA Local Bus war hinter dem ISA nochmal so ein kleiner brauner, der ist ein bisschen kürzer als der spätere AGP. Und damit kam man dann auf 24-Bit. Also ganz komische Dinge hatten auch nicht allzu viele Computer. So, dann halt weiß, ja, deutlich kleiner, also ungefähr so groß wie der 8-Bit ISA, nur halt in weiß, war dann der PCI, auch der war unterteilt, nur dass da vorne links der, ich glaube so 2 cm breit war der erste Abschnitt. Und dann kam ein größerer dahinter, das ist halt einfach nur, damit man es nicht falsch rum reinsteckt, ne? So, und dann kam später AGP, der war braun und in der Regel ganz oben. Der war noch mal ein bisschen kürzer als der PCI-Steckplatz und der war 64-Bit. Und dann kam PCI-Express. Und ab da habe ich jetzt keine Ahnung, ob das dann 128-Bit waren oder auch noch 64. Ab da verlassen mich meine Kenntnisse. Toll, ne? Bootdiskette. Mit dieser Option starten Sie das Programm zur Erstellung einer Bootdiskette, die optimal für Ihr System von RepresSolid abgestimmt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur Problembehebung oder auf der Referenzkarte. Beenden. Mit dieser Option können Sie RepresSolid 2 verlassen und zu DOS oder Windows zurückkehren. Schwupps, das wäre dann Quit. Spielstart, Entschuldigung, ich kann schon wieder nicht lesen hier. Darth Vader meint es ernst. Es wird Zeit, etwas zu unternehmen, Rookie One. Let's him kick his ass. It's time to kick some ass and chew bubble gum. And I'm already out of gum. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Option Spielstarten anwählen. Je nach Konfiguration Ihres Spiels kann es notwendig sein, vorher eine Bootdiskette zu erstellen. Beachten Sie, dass Sie nach Fertigstellung der Bootdiskette mit dieser Diskette in Laufwerk A den Rechner neu starten müssen. Vorspann. Wenn Sie Spiel starten angewählt haben, sehen Sie eine kleine Einführung, die Sie auf dem abwechslungsreichen Geschehen einstimmt, also auf das abwechslungsreiche Geschehen. Wenn Sie diese Filmsequenz abbrechen wollen, drücken Sie einfach eine Taste oder den Feuerknopf an den von Ihnen gewählten Eingabegerät. Sprich Maus oder Joystick oder Tastatur. Spielmenü. Im Spielmenü finden Sie folgende Optionen, die Sie mit dem Feuerknopf der Enter-Taste oder durch Drücken der unterstrichenen Buchstaben aktivieren können. Spiel starten, das sehen wir jetzt noch nicht, dazu müsste ich das Spiel erst starten, aber das mache ich jetzt noch nicht. Mit dieser Option kommen Sie ins Pilotenmenü, ehe Sie das Spiel beginnen. Im Pilotenmenü können Sie einen Piloten auswählen. Wenn Sie RepresSolid 2 bereits gespielt haben, können Sie einen von Ihnen erschaffenen Piloten wählen. Das sind dann diese wenigen Kilobyte, die auf der Festplatte gespeichert werden. Die Leistung und die Punktzahl eines Piloten werden immer dann gespeichert, wenn Sie ein Kapitel beendet haben. Daher können Sie später wieder zu diesem bzw. folgendem Kapitel zurückkehren. Außerdem können Sie jedes abgeschlossene Kapitel erneut spielen, um sich zu verbessern und eine höhere Punktzahl zu erreichen. Im neuen
Die neuen Ergebnisse überschreiben dabei die alten Werte. Wenn Sie einen Piloten erschaffen wollen, wählen Sie die Option Neuer Pilot an. Dabei müssen Sie einen von 4 Schwierigkeitsgraden wählen, die von Anfänger bis Experte reichen. Zusätzlich gibt es 2 Spezialgrade, bei denen Sie einen Schwierigkeitsgrad wählen können, den Sie im Schwierigkeitsgrad-Editor definiert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Schwierigkeitsgrad-Editor. Den vorgegebenen Namen des Piloten können Sie mit Backspace löschen und den einen eigenen vergeben. Weiterhin können Sie im Pilotenmenü einen Piloten löschen oder eine Kopie von ihm machen. Letzteres ist vielleicht sinnvoll, wenn Sie ein altes Kapitel erneut spielen wollen. Wenn Sie einen Piloten angewählt haben, können Sie durch den Druck auf den Feuerknopf das Menü verlassen. Kapitelmenü. Im Kapitelmenü können Sie ein altes Spiel wieder aufnehmen und ein Kapitel nochmal spielen. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Piloten auswählen, steht nur Kapitel 1 zur Verfügung. Um Kapitel 2 zu erreichen, müssen Sie erst Kapitel 1 beendet haben und so weiter. No shit, Sherlock. Alternativ können Sie ein Kapitel auch durch Eingabe eines Passworts erreichen. Die Passwörter werden jeweils am Ende eines Kapitels angezeigt. Für jeden Schwierigkeitsgrad gibt es eigene Passwörter. Daher können sie nur angewendet werden, wenn dieselben Schwierigkeitsstufen beibehalten werden. Wenn Sie ein bestimmtes Testkapitel spielen wollen, klicken Sie es einfach an. Optionen. Das Optionsmenü steht im Spielmenü, aber auch im Spiel durch das Drücken der O-Taste zur Verfügung. Im Folgenden sind die einzelnen Funktionen des Menüs aufgelistet. Musik on/off. Damit können Sie die Musik ein- oder ausschalten. Sprache on/off. Damit können Sie die Sprachausgabe einschalten und ausschalten. Sound FX, also SFX an/aus. Damit können Sie Ihre digitalen Effekte ein- und ausschalten. Text on/off. Damit können Sie die Untertitel ein- und ausschalten. Steuerung normal oder gedreht. Damit wird die Orientierung des Hoch- und Runtersteuerung Damit wird die Orientierung der Hoch- und Runtersteuerung in den Flugabschnitten hin und her geschaltet. Dauerfeuer. Damit können Sie das Schnellfeuer ein- oder ausschalten. Ah, endlich geht's mal. Mach ich sofort. Lautstärke. Damit können Sie die Lautstärke Ihrer Soundkarte justieren. Detailstufe. Also andere benutzen den Lautstärkeregler. Man kann sie aber auch im Menü machen. Detailstufe. Damit können Sie die Teilstufe der Grafikkarte einstellen. Das haben wir schon gemacht. Sie steht hier auf Anschlag. Helligkeit. Damit können Sie die Helligkeitsstufe Gamma-Korrektur im Spiel justieren. Das ist immer sehr sinnvoll, weil die Videos werden automatisch, nachdem sie nicht nur aufgenommen wurden, schon etwas dunkler, sondern dann auch noch durch die Kompression von YouTube nochmal ein bisschen dunkler. Ich habe noch nicht rausgekriegt, warum. Aber letztendlich wird aus einem normal hellen Spiel, was man auf dem Bildschirm sieht, ein ziemlich dunkles Video. Ist immer so ein bisschen ärgerlich. Joystick-Steuerung. Ja, jetzt ist hier ein Bild von einem Joystick mit ganz vielen Knöpfen abgebildet. Und ja, sekundäre Option, Nase runter, hoch, Nase hoch, zielen, links, rechts, bla bla, Tastatursteuerung. Mit dem Pfeiltasten, Shift, Control und Alt. Alles sehr uninteressant. Joystick kalibrieren. Mit dieser Funktion im Spielmenü kalibrieren Sie den Joystick. Ach was. Vorspann fortsetzen. Falls Sie den Vorspann vom Rebel Assault abgebrochen haben, können Sie mit dieser Option zu ihm zurückkehren. Hauptmenü. Durch diese Option kommen Sie wieder ins Hauptmenü. Kontrollen und Steuerung. Bewegen Sie sich schnell und präzise, Rookie One. Rebel Assault 2 kann mit Joystick, Maus oder Tastatur gespielt werden. Die Auswahl für Eingabegerät müssen Sie im Hauptmenü unter Option Setup machen. Joystick. Beim Start von Rebel Assault 2 wird automatisch eine Joystick-Kalibrierung durchgeführt. Sie aber auch später im Spielmenü unter Durchdrücken der Taste J den Joystick manuell kalibrieren. Da fehlt das Wort können. Sie können aber auch. Spielperspektiven. Man muss Dinge von allen Seiten betrachten, Rookie One. Die verschiedenen Kapitel laufen nach jeweils einem der folgenden Modelle ab. Cockpit-Ansicht. Mit Ihrem Eingabegerät steuern Sie das Fadenkreuz und Ihr Schiff. Mit dem Feuerknopf können Sie schießen und Hindernisse weichen Sie aus. Mit dem Feuerknopf können Sie schießen und Hindernissen weichen Sie aus, indem Sie... Ach so, oh Gott, was ist das für ein Satzbau? Hindernissen weichen Sie aus, indem Sie von ihnen wegsteuern. Beachten Sie, dass es einige Zeit braucht, bis das Schiff den gewünschten Kurs einschlägt. Daher ist es notwendig, die Flugmanöver im Voraus zu planen. Macht sich immer gut, wenn man das Level nicht kennt. Bodenkampf. Mit Ihrem Eingabegerät können Sie Ihre Waffe nach oben und unten links und rechts bewegen und mit dem Feuerknopf schießen. Mit der jeweiligen Kontrolle der Sekundäroption nehmen Sie Deckung.
In einigen Leveln können Sie zusätzlich auswählen, in welche Richtung Sie damit aus der Deckung kommen wollen. Flug in der Hinteransicht. Mit dem Eingabegerät wird das Schiff gesteuert. Dabei sind hoch und runter vertauscht. Das heißt, wenn Sie nach hinten ziehen, steigt das Schiff und umgekehrt. Die schnelleren Schwenks erreicht man, indem man erst zur Seite steuert und dann nach hinten zieht. Ich? Aha. Ein Prinzip, das man auch beim Flugzeug anwendet. Dabei muss man allerdings sorgfältig darauf achten, nicht zu übersteuern. Wenn ich also schneller zur Seite will, muss ich auch in den Steigflug gehen. Was ist denn das für eine Logik? Kampf aus der Spielersicht. Sie können mit Ihrem Eingabegerät das Zielkreuz steuern und mit dem Feuerknopf schießen. So, dann ist hier noch ein Bild vom Millennium Falcon als Rastermodell. Was haben wir hier sonst noch? Die Credits. Es kommen ganz viele Leute, die aufgelistet sind. So viel Stimmen, zusätzliche Rebellen, Grafik, Animation, Leitung der Videoeffekte und so weiter. Videoeffekte, Sounddesign, bla bla bla. Was haben wir hier? Qualitätssicherung. Ich ahne Schlimmes. Verpackungsdesign, Handbuchdesign, Satzzeichnung, Lithos und Druck von der deutschen Version. Technischer Kundendienst. Gehen wir den nochmal auf den Sack. Sollten Sie technische Probleme mit Rebel Assault 2 haben, Installation, Sound oder ähnliches, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst. Telefon 02131 965110. Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr. Na, endlich mal vernünftige Arbeitszeiten hier. Hotline. Für Ihre Fragen zum Spielablauf stehen unsere Hotline zur Verfügung. Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr. Telefon 02131 965111. Bitte haben Sie etwas Geduld. E-Mail oder Modem. Wenn Sie Besitzer eines Modems sind, können Sie Ihre Anfrage auch an unsere Mailbox schicken. Die Nummer ist 02131965222. Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schicken. Unser Internetaccount lautet support@softgold.com. So viel zum Thema Qualitätssicherung. Bestellservice. Sie interessieren sich für weitere Spiele aus unseren Produktpaletten oder möchten gerne einen Katalog bestellen? Wenden Sie sich direkt oder telefonisch an unseren Bestellservice. Sie erreichen unseren Bestellservice Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 02131965113. Dann haben wir noch die Copyrights. Das hatte ich aber schon mal vorgelesen. Daher ist das nicht so interessant. So, dann haben wir hier noch die Dance Mission Volume 10. Ach du meine Fresse, was ist das denn? Eine Werbekarte? Intercord CD-Tipps. Power Station Volume 4. Die Station, die richtig lospowert. Die jungen Wilden. Songs to be wild. Kommissar Rex Volume 2. Der einzige Kommissar, der gute Musik hört. Okay. Und fettes Brot auf einem Auge blöd. Deutscher Hip. Nee, deutscher Hop, der hip ist. Aha. Das ist ja wirklich grausam hier. Lieber Musikfreund, wir hoffen, dass Sie viel Freude an der vorliegenden CD haben. Um weiterhin Ihren Wünschen entgegenzukommen, würden wir uns freuen, wenn Sie nachfolgende Fragen beantworten würden und die Postkarte an uns zurückschicken. Die ersten 50 Einsender erhalten eine Intercord CD oder Musikkassette nach Wahl. Weitere 50 CDs oder Musikkassetten werden unter Einsendern verlost. Ihre Wunsch-CD bzw. Musikkassette vermerken Sie bitte auf Antwortkarten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und weiterhin viel Spaß an Intercord-Produkten. Wünscht Ihnen das gesamte Intercord-Team. Was sind das für Fragen hier? Wie haben Sie den Tonträger erhalten? Für mich selbst gekauft, als Geschenk erhalten oder per Raubkopie? In welchem Geschäft oder wann haben Sie dieses Album gekauft? Wie wurden Sie darauf aufmerksam? Was sind Ihre bevorzugten TV-Sendungen und Sender? Welche Radiosendungen und Sender hören Sie am häufigsten? Welche Zeitschriften und Musikmagazine lesen Sie regelmäßig? Wer sind allgemein Ihre Lieblingskünstler? Welche drei CDs haben Sie als letztes gekauft? Wie gefällt Ihnen die Plattenhülle? Welches Lied dieser CD gefällt Ihnen am besten? So macht man übrigens Big Data. Inzwischen braucht man sowas nicht mehr erfragen, weil die Leute das freiwillig bei Facebook und Co. einfach so in den Chat ballern.
So, hier haben wir die Rebel Assault 2 Referenzkarte. Auf dieser Referenzkarte finden Sie die Anweisung zum Spielstart. Informationen zum Spielablauf und zu den spielinternen Einstellungen finden Sie im Handbuch. Die technischen Hinweise befinden sich im Handbuch zur Problembeseitigung. DOS-Anwender. Wenn Sie Rebel Assault 2 unter DOS starten, können Sie am Prompt Ihres CD-Laufwerks Rebel 2 eingeben und Enter drücken. Zum Beispiel D:\Rebel2Enter. Wir empfehlen allerdings, für dieses Spiel eine Bootdiskette zu erstellen. Am einfachsten ist es, wenn Sie dazu die Option von Rebel Assault 2 benutzen. Diese Option ruft ein Programm auf, das eine spezielle Konfiguration erstellt, die für Ihr System optimal ist. Durch die Benutzung einer Bootdiskette werden potenziell technische Probleme verringert und der Spielablauf wird optimiert. Wenn Sie das Programm benutzen wollen, brauchen Sie nur folgende Schritte zu befolgen. Legen Sie die CD in Rebel Assault 2 CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein, wechseln Sie dann auf das CD-ROM-Laufwerk, normalerweise D:\Enter habt ihr vergessen, geben Sie Rebel 2 ein und drücken Sie Enter. Danach werden Sie gefragt, ob automatisch Ihre Hardware-Konfiguration ermittelt werden soll. Die vorgegebene Option ist ja, was in den meisten Fällen reibungslos funktionieren sollte. Nach der Hardware-Ermittlung kommen Sie in das Hauptmenü von Rebel Assault 2. Im Hauptmenü finden Sie eine Option Bootdiskette. Make a Boot Disk. Wählen Sie diese Option aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, eine Bootdiskette zu erstellen. Wenn eine Bootdiskette fertig ist, müssen Sie die Diskette im Laufwerk von Laufwerk A legen und den Computer neu starten. Danach können Sie auf Ihr CD-ROM wechseln und Rebel 2 eingeben. Sie kommen dann wieder ins Hauptmenü von Rebel 2 und können mit der Option Spiel starten, das eigentliche Spiel starten. So, ist das hier eine Pappe oder? Doch, man kann es aufklappen. Windows 95 Anwender. Wenn Sie Windows 95 benutzen, haben Sie zwei Möglichkeiten, um Rebel Assault 2 zu starten. Spielstart im DOS-Modus und Windows 95. Spielstart in einer eigenen DOS-Eingabeaufforderung von Windows 95. Spielstart im DOS-Modus von Windows 95. Viele DOS-Programme laufen problemlos im DOS-Modus von Windows 95. Wenn Sie Rebel Assault 2 im DOS-Modus starten von Windows 95, müssen Sie folgende Schritte vornehmen. Klicken Sie auf das Startsymbol der Taskleiste, wählen Sie im erscheinenden Menü die Option Beenden. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Option haben, Computer im MS-DOS-Modus starten. Das dann anwählen und auf OK klicken. Wenn Sie im DOS-Modus sind, legen Sie die CD ein, wechseln Sie auf Ihr CD-ROM-Laufwerk, tippen Sie wieder Rebel 2 ein, bla bla bla, dann auf Spiel starten. Wenn Sie ein Spiel beendet haben, können Sie Edit oder Win eingeben, Exit oder Win eingeben, um zu Windows 95 zurückzukehren. Bei der Installation von Windows 95 kann es vorkommen, dass die Treiber für CD-ROM, Soundkarte, Maus oder eine andere Peripherie nicht richtig geladen werden und diese Geräte im MS-DOS-Modus daher nicht einwandfrei arbeiten. Sollten Sie Probleme mit dem MS-DOS-Modus haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hardwarehersteller oder an Microsoft, weil die zeigen einen so garantierten Vogel. Spielstart in einer DOS-Eingabeaufforderung von Windows 95. Sie können auch versuchen, Rebel Assault 2 in einer DOS-Eingabeaufforderung zu starten. Wenn Sie damit Erfolg haben, brauchen Sie Windows nicht zu verlassen, um Rebel Assault 2 zu spielen. Wenn Sie Rebel Assault 2 in einer DOS-Eingabeaufforderung starten wollen, müssen Sie folgende Schritte beachten. Legen Sie die CD ein, schließen Sie alle anderen Anwendungen, indem Sie oben auf das X klicken. Ach was. Klicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz, suchen Sie im Fenster, das sich dann öffnet, nach dem Symbol für CD-ROM-Laufwerk und klicken Sie es danach an. Danach müssen Sie das Symbol für Rebel 2 suchen und es anklicken. Sie gelangen ins Hauptmenü von Rebel Assault 2, wo Sie das Spiel starten können, wenn es zu Problemen zur Soundwiedergabe, bla bla bla, machen Sie eine Bootdiskette. Erstellung einer Bootdiskette. Das ist alles sehr langweilig. Das lese ich jetzt nicht vor. Sollen Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, das Hauptmenü von Rebel Assault 2 zu erreichen, können Sie in der Erstellung der Bootdiskette wie folgt vorgehen. Ja. So, was haben wir hier noch? Softgold, eine Antwortkarte. Das hatte ich schon mal alles vorgelesen in Teil 1. Und dann haben wir noch ein Handbuch zur Problembeseitigung. Die meisten Probleme bei Rebel Assault 2 entstehen durch die Hardware-Konflikte oder falsche Systemkonfiguration. Rebel Assault 2 benutzt ihren Rechner voll aus. Halte ich für ein Gerücht. Daher kann es zu leichten Problemen kommen oder leicht zu Problemen kommen, selbst wenn ihr System sonst einwandfrei läuft. Hier sind nochmal die Mindestanforderungen. Bla bla bla. Falls nicht richtig läuft, machen Sie eine Bootdiskette. DOS-Anwender, Windows-Anwender. Was haben wir hier noch? Systemabstürze. Reinigen Sie Ihre CD. Erstellen eine Bootdiskette, Soundkarten-Controller-Konflikte, DOS-Extender-Konflikte, Joystick-Probleme, Interrupt-Konflikte, Smart Drive und andere CD-ROM-Cache-Programme.
Cache-Programme, Programme, die den Zugriff auf Festplatten und CD-ROMs beschleunigen sollen, können Probleme verursachen, wenn es zu einem Lesefehler der CD kommt. Daher empfiehlt es sich bei Problemen, probeweise das Cache-Programm abzuschalten. Joystick-Kontrolle, Konflikte mit dem Maustreiber, Speicherprobleme. Für Rebel Soul 2 benötigen mindestens 8 MB. Die freien konventionellen Arbeitsspeicher spielt keine Rolle, da primär der Protected Mode Speicher benutzt wird. Speichermanager-Konflikte, kein Sound, schlechte Soundqualität, undeutlich abgehackter Sound, Lautstärke der Soundkarte, Videoprobleme, hochauflösende Grafik. Rebel Soul 2 stellt im hochauflösenden Modus sehr hohe Anforderungen an das System. Ja, nee, ist klar. Die dazu führen können, dass die Framerate zu niedrig wird und dass die Grafik zu langsam aufgebaut wird. Sollen sie dieses Problem haben, sollen sie es mit einer niedrigeren Auflösung versuchen. Jetzt kommt der Text, den wir schon mal hatten. Geschwindigkeitsprobleme der CD. Reinigen Sie die CD. Prozessor-Cache, CD-ROM-Cache. Verringern Sie die Buffergröße des MSCDX. Okay. Ändern Sie dieses Multitasking-System. Passen Sie die Framerate an. Justierte Game Cards. Fehlersuche. Checks zum Error. Cannot allocate buffer size. Granular-Error. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie von der CD keine Daten gelesen werden können, weil entweder 1. die CD nicht mehr im Laufwerk ist oder 2. das Laufwerk abgeschaltet wurde oder 3. die CD dreckig oder defekt ist. Wer schaltet den Laufwerk ab? Protected Mode Konflikt und DOS 4GW Fatal Error. Einige Rechner haben Probleme mit verschiedenen Versionen des DOS Extenders, der von Rebel Soul 2 benutzt wird. Sollten das der Fall sein, können Sie andere Versionen installieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Systemabstürze. DOS 4GW, das war doch der Protected Mode für den Extended Memory. Da war doch irgendwas. Das hatte doch mal der Nostalgia-Nerd, auch hier bei YouTube. Tolle Videos macht er übrigens, alle komplett auf Englisch. Mal erklärt, was es damit auf sich hat. Dann haben wir hier noch einen Kundendienst, technischen Kundendienst, die Hotline, E-Mail, Modem, Bestellservice und Copyrights. Und wir sind durch, ist das nicht toll? Und im nächsten Video klicken wir dann endlich mal auf Play Rebel Assault 2. Ihr konntet es auch sicherlich kaum noch erwarten. Also, bis gleich. Tschüss!